Moin! Zweite Nachtschicht heute. Donnerstag, Viertel vor 10 ist es jetzt, halb 10. Gestern war die erste Nachtschicht bei VW. Wie gesagt, diesmal kein Auto fahren. Bin am Band sozusagen. Fahrwerk, aber wenigstens musste ich so ein paar verschiedene Sachen machen. Das heißt, es war nicht ganz so langweilig. Schlafrhythmus ist ein bisschen im Arsch jetzt. Deshalb war der heutige Tag nicht ganz so produktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Relativ lang gepennt, ich glaube so 7 Stunden ungefähr, und dann war ich irgendwie, weiß nicht unbedingt fresh. Ein paar Stunden braucht man, um irgendwie richtig wach zu werden. Morgen soll das anders werden, deshalb fange ich jetzt schon an zu filmen vor der zweiten Nachtschicht, Donnerstagabend. Und dann schauen wir mal, was ich morgen nach der Nachtschicht so alles geregelt bekomme. Kurz nach 6, gerade von der Nachtschicht wiedergekommen. Eigentlich dachte ich, dass ich heute am gleichen Platz arbeiten würde wie gestern, als ich angefangen habe, weil Leute mir da direkt 4 verschiedene Arbeitsstellen erklärt haben, im Prinzip, die ich lernen musste. Heute bin ich jetzt einfach in ein komplett anderes Team gekommen, weil da irgendwie einer krank war und musste anstatt 4 verschiedene Sachen eine Sache machen, und das 8 Stunden lang. Ich fahre mir noch eine Kleinigkeit zu essen rein, lese ein bisschen vielleicht, und dann gehe ich pennen, damit der Tag morgen so produktiv wie möglich wird. Mal gucken, wie das so läuft. Freitagmittag. Halb 2. Hab jetzt ungefähr 8 Stunden Zeit, bis ich wieder zur Arbeit muss. Und wie ich schon erwähnt habe, soll der Tag heute ein bisschen produktiver aussehen als der Tag gestern, weil ich da recht spät aufgestanden bin und ja, nicht wirklich wach werden konnte, aus welchem Grund auch immer. Heute ein bisschen was schaffen, bevor es wieder in den Knast geht. Und dann ist ja auch schon Wochenende und Montag ist frei. Ist immer das Wichtigste. Kaffeemaschine an, Rechner an. Eine der Sachen, die ich morgens eigentlich auch fast immer mache, ist folgendes: Ich stelle mich da drüben an einer der Treppenstufen und lasse mich einfach hängen für, weiß nicht, vielleicht 20 Sekunden oder so. Dadurch wird der Körper durch das eigene Gewicht ein bisschen nach unten gezogen und die Wirbelsäule ein paar Sekunden gestreckt. Und ganz oft knackt das dann so ganz leicht. Danach fühlt man sich eigentlich mal ziemlich entspannt. Besonders nach dem Schlafen, wenn man irgendwie ein bisschen komisch gelegen hat, ist das eigentlich eine recht einfache Methode so. Viel besser. Was für ein geiler Start in den Tag. Ich gucke gerade auf mein Facebook-Profil bzw. meine Nachrichten, werde ich halt angeschrieben von so einem Typen. Hi, du hast ein echt tolles Profil. Daher dachte ich mir, ich schreibe dich einfach mal an. Für unser Team suchen wir genau solche Menschen wie dich, sportlich aktiv und mit attraktiver Ausstrahlung. Du passt super zu uns. Frage ich nach, um was es geht, dann erzählt er mir, dass er Coach ist bei einem Fitness- und Lifestyle-Konzept, bei dem die Menschen dabei helfen, abzunehmen, gesund zu essen, keine Crash-Diät, sondern ein besseres Gesundheitsbewusstsein, helfen die den Leuten zu finden. Und er würde gerne sein Team erweitern. Er sucht da Menschen, die sich mit dem Thema Ernährung gut identifizieren können und offen sind, bei ihrem Projekt mitzuwirken und nebenbei einfach mal 500 Euro dazu zu verdienen. Ich habe ja schon einen groben Verdacht gehabt, dass das wird, weil keiner schreibt dann bei Facebook irgendwie an und fragt: Hallo, möchtest du vielleicht 500 Euro dazu verdienen? Ich habe ja gerade ein bisschen Geld rumliegen, das ist ganz einfach. Dann schickt er mir so ein Video, nachdem ich nachgefragt habe, wo irgend so ein Marketing-Typ eine Konferenz abhält, 30 Minuten. Alle, die zugucken, sind irgendwie ziemlich jung, irgendwie so 16, 17, 18 Jahre alt. Und er versucht dann da halt so ein, erstmal Produkte zu verkaufen, mehr oder weniger, beziehungsweise ein Produktkonzept und irgendwelche Abnehmen-Challenges und einen bestimmten Lifestyle. Und im Endeffekt ist es halt einfach so ein behindertes Schneeballsystem, so Marketing, Pyramiden-Marketing-Scheiß. Ja, und dann frage ich am Ende einfach nur Spaß, weil ich halt neugierig bin, was der Typ hier sagt. Frage ich ihn halt, was mein Part bei der ganzen Sache ist. Dann sagt er mir: Du kannst deine eigene Franchise-Lizenz erwerben und dir nebenberuflich ein Unternehmen aufbauen. Und da habe ich ihm gesagt: Oh, das ist aber einfach. Da mache ich sofort mit. Wie viel Geld soll ich denn auf dein Konto überweisen? So, jetzt gehe ich wirklich mein Unternehmen aufbauen und mache mit anderen Sachen weiter. Erstmal das Video fertig schneiden für heute. Heute ist nämlich Freitag. Ich habe zum Glück schon gestern angefangen, von daher sollte das, weiß nicht, so ungefähr eine Stunde noch dauern, dann ist die Laube schon fertig. Und im Gegensatz zu der hier penne ich nicht. Video ist fertig. Frühstück, bisschen was essen, Interview nebenbei gucken. Dann geht's weiter mit den nächsten Sachen. Hört er das? Das ist das Metronom. Das heißt, jetzt erstmal ein bisschen Gitarre üben. Am Wochenende ist wieder Probe. Das wäre schon mal geschafft.
Kaffee nochmal kurz raus, bevor die Sonne komplett untergegangen ist. Das ist irgendwie auch so ein ätzendes Gefühl, ey. Fühlt sich an, als wäre ich vor ein paar Stunden erst von der Arbeit wiedergekommen. Und in 5 Stunden muss ich ja schon wieder hinrennen. Das ist irgendwie die Zeit, die man zwischen den Arbeitstagen hat, wenn man so Nachtschicht macht. Die fühlt sich so kurz an. Ich bin extra schon verhältnismäßig früh aufgestanden. Mit 6 Stunden gepennt, das reicht auch, aber das ist echt. Also man fühlt sich die ganze Zeit an, als ob man gleich wieder hin müsste. Bin echt ganz schön platt irgendwie. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt zumindest ein kurzes Rückentraining noch durchziehen. Und gerade in Augenblicken, wenn ich mich so ein bisschen schlapp fühle und nicht motiviert und ja, einfach nicht ganz so gut körperlich, ziehe ich mir immer vom Training oder generell, bevor ich irgendwas mache, dann was Anstrengenderes, ein oder zwei Videos rein, die mich motivieren, die mich irgendwie ansprechen. Das ist dann zum Beispiel ein Video von Gary Vaynerchuk, das heißt Hard Work and Patience. Das werde ich mir jetzt angucken, es geht ungefähr 5 Minuten angucken und anhören. Tasse Kaffee nebenbei trinken und dann geht's los zum Trainieren. Ich werde das Video einfach mal hier verlinken. Oder hier. Zieht's euch mal rein, ist interessant. Man kann ein bisschen was lernen und ich finde es wirklich motivierend. Außerdem ist der Typ richtig, richtig hart. Also an dem kann man sich ohne groß zu überlegen ein Beispiel nehmen. Und wenn man denkt, bin ich ja ein bisschen müde oder mache ich morgen, macht's einfach heute. Mache ich auch. Vier Übungen mache ich jetzt für den Rücken. Klimmzüge mit breitem Griff, Rudern mit engem Griff, Kreuzheben und dann noch eine Übung für den Nacken. Und dann war's das. Gegessen, geduscht. Jetzt werde ich irgendwie gerade so ein bisschen müde. 7:45 ist jetzt. Werde ich wahrscheinlich nochmal kurz hinlegen, dann mein Essen vorbereiten für die Arbeit. Und dann geht's schon los. Stückzahl. Achso, das Video habe ich natürlich gerade noch rausgehauen, hochgeladen und den Rest zu Ende geschnitten. Kurz vor 10, ich habe eben gerade noch mal eine halbe Stunde gepennt und jetzt ist es schon wieder soweit. Arbeiten bis um 5:37 Uhr, um genau zu sein. Kurz einen Kaffee noch, Essen wird gerade vorbereitet und ein paar Eier und ein bisschen Reis nehme ich mit. Ja, und das ist das, was ich jetzt vor der Schicht geschafft habe, das was ihr jetzt gesehen habt. Das Einzige, was nicht drauf war, war halt irgendwie 10, 15 Minuten Meditation. Eine halbe Stunde lesen oder so. Ansonsten war es das. Der Tag hat sich ungefähr angefühlt wie was, ungefähr so lang. Egal. Die Schicht noch, dann 4 Tage frei, am Wochenende ordentlich was schaffen. So, wieder da von der Nachtschicht. Heute war eine fiese Nummer, Alter. Gelenkwellen einbauen. Ohne Teile. Jeweils mit einer Hand festhalten. Gerade 6 Schrauben mit der anderen Hand festschrauben. Und dann umgedreht, wenn man Rechtshänder ist und das alles mit links machen muss. Richtig ätzend, richtig hart geschwitzt. Und der andere Student, der da mit mir war, auch 4 Runden lang. Das heißt, die ganzen 7,5 Stunden das. 20:40 Uhr ist es jetzt. Ich esse noch eine Kleinigkeit. Und dann geht es in 6 Stunden ungefähr. Geht's schon wieder weiter, nämlich nach Hannover. Wird dann recht volles Wochenende anstehen, aber ich habe richtig Bock und Montag ist auch frei. Geil.